Somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within 2. Heute mit einem komplett anderen Gefühl, Leute. Heute ist der PC angekommen. Mir juckt so ein bisschen die Fresse, muss ich ehrlich gestehen. Und es ist ungewohnt, mit sowas aufzunehmen. Es ist alles anders, die Elgato, die Software ist vom neuesten Stand. Ich muss nicht mehr so oft clean, muss ich sagen. OBS geht jetzt nicht hundertprozentig. Deswegen, wenn ich zum Beispiel streame, mache ich das Ganze über Elgato. Natürlich kann ich bei Elgato auf 1080p mit 60 FPS streamen. Mit der besten Qualität. Kann sogar nebenbei dann Musik einblenden. Natürlich nicht so, wie ich es mir gedacht habe und gehofft habe. Aber naja, das ist halt so. Ich habe mir so eine kleine Erkältung eingefangen. Kotzt mich tierisch an. Erstens juckt mir die Fresse. Zweitens kratzt mir mein Hals, wie übertrieben. Und drittens, wir können aufnehmen, solange wir wollen. Wie schnell er jetzt rendert, das weiß ich noch nicht, Leute. Kann ich euch nicht sagen. Momentan habe ich rote LEDs an. Sieht ganz sympathisch aus. Jetzt müssen wir, glaube ich, einen Ausgang finden. Ich weiß es nicht mehr. Die Folge werde ich heute auf 5 Minuten setzen. Wenn möglich. Und jetzt würde ich natürlich hier jetzt ein bisschen Action reinbringen mit Sound und so. Könnte ich natürlich machen, aber mache ich natürlich nicht. Hier war ich noch nicht, oder? Aber doch, hier waren wir. Hier müssen wir ja gar nicht lang. Ah, wir müssen da lang, glaube ich. Ich hoffe mal. Das Schöne ist, er läuft natürlich komplett durch. Keine Hänger oder sowas von der Zahlenreihe, muss ich sagen. Alles gut. Ungewohnt. Sehr ungewohnt. Vor allem von der Lautstärke. Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja, natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schaue mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Wohin Dankeschön. Hat er sie gebracht? Tja, das ist eine andere Frage, mein Freund, ne? Das machen wir beide hier. Ich habe es wohl gerade rausgefunden.
Er versteckt ist schon eine andere Geschichte, gut. Leute, ne? Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Fast Kampf so. Will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg Gerne doch. Finden. Ist schon ungewohnt, Leute, muss ich sagen. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Kapitel 6. Die Jagd ist eröffnet. Und ja, Leute. 1080p 60fps ist neu für euch auf meinem Channel. Das ist ein kleines Feature mittlerweile neu. Das Einzige, was ich euch nicht anbieten kann, ist leider, wir können keine Aufnahmen mit Kamera machen. Geht noch nicht. Es sei denn, ich habe ein bisschen Info und befasse mich da ein bisschen, was ich da einstellen könnte, dass es besser läuft. Ich gebe mir ein bisschen Mühe. Momentan ist es sowieso besser, dass ich euch nicht meine Fratze zeige. Ich bin so im Arsch heute. Unrasiert dazu auch noch. Ja. Erkältung macht es möglich. Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem PC. Ist nicht das beste Teil, aber ich muss sagen, zu meinem vorigen PC ist ja schon mal nun mal besser. Klar, ich möchte gerne das Oberste vom Obersten haben, damit wir die beste Qualität rausholen können. Aber das noch ein bisschen Geduld. Und vor allem, in diesem Monat kommt eine neue Capture Card raus. Wie ich ja schon mal im letzten Part gesagt habe, ein 4K Capture von Elgato. Wir gucken jetzt erstmal, was wir aufrüsten können. War diese Tür schon immer da? Nein, war sie nicht. Aber das finden wir später raus. Heute leider keine Zeit dafür. Herstellung, irgendwas zum Erstellen? Nein, okay. Waffenverbesserung, gucken wir mal eben rein. Ich denke mal, wir widmen uns nichts, weil wir nur Waffenteile 10 haben, sehe ich gerade. Scheiße. Haben wir irgendwas mit der Gelee? Oh, 14.000, alter Schwede. Ich kaufe ja gar nichts mehr momentan. Ich bin ja total krank oder so. Also, wie heißt sie, Gute? Tatjana. Ja, wie geht's dir heute? Wir machen heute so ein bisschen Aufrüstung. Ist uns das genehm? Ich hoffe. Erstmal schauen, was wir so haben hier. Athletik, Gesundheit, Kampf, List und Heilung. Ja, was nehmen wir davon? Wieder schwierige Angelegenheit. Ich weiß nicht. Wir müssen uns so ein bisschen mal umschauen. Was ist wichtig? Athletik? List ist es nicht so wichtig. Athletik natürlich auch, weil Ausdauer, ne? Heilung ist natürlich auch wichtig. 4000 kommen nimmer. Haben wir so ein bisschen mehr Energie. Hier unten haben wir Nein. Das hier? Ja, komm, nehmen wir. Haben wir davon was? Ja. Rot wie Blut. Moment mal. Habe ich hier irgendwas von der Lautstärke aktiviert? Moment mal. Nein. Okay, dann gucken wir mal weiter. 7050, 7500 wollen sie haben. Also geht das auch schon mal nicht. Gesundheit. Ja, Leute. Die Game Capture hat doch ein bisschen was aufgenommen, beziehungsweise ist ein bisschen heiß geworden. Dadurch hat sich das Ganze aufgehangen und ist unterbrochen. Wir machen mal weiter. 5 Minuten haben wir noch. Natürlich vorher speichern. Ich dachte eben schon, ist der PC so
Halt jetzt oder wie? Was ist das? Nein. Game Capture ist ein bisschen heiß geworden, aber ich glaube, externe Game Capture sind immer so ein bisschen anfällig. Hatte ich jetzt 3 Stunden an den PC angeschlossen. Ist ein bisschen heiß geworden. Ja, ist schon ein bisschen älter, die Game Capture. Und ja, das wird wohl der Grund sein. Hört ihr das, Leute? Ich höre es. Ich glaube, wir schleichen besser. Irgendwas ist hier, was uns erwartet. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Oh fuck, Leute, wir haben einen Zombie vor uns. Scheiße, Mann. Voll daneben. Der hat gesessen. Irgendwas ist da vorne. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Gerade ist es so spannend, das muss ich ausnutzen, Leute. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hat es dir gefallen? Drück ein Däumchen nach oben. Und vielleicht bis zum nächsten Mal in der Fortsetzung von dem Horror Survival. Also bis zum nächsten Mal. Hau rein. Und ciao.